Ja, moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Wind Waker. Ein tolles Zelda-Spiel. Für den Nintendo GameCube ist das rausgekommen. Wir befinden uns hier gerade auf hartem Steuerkurs, oder wie man das nennt auch immer, in der Bootsfahrt oder Nautik. Vor uns liegt Preludien, unsere Heimatinsel. Das ist nämlich der Ziel unserer nächsten Questfortschritt, oder wie man das sagen soll, Mensch. Ja, toll, so ein fassbilder Satz, das geht ja schon wieder richtig gut los in diesem Part. Naja. Und jedenfalls müssen wir hier jetzt hin. Hier ist nämlich der Hüter irgendwie von Irtusk. Der ist hierher geflohen. Mal schauen, ob das stimmt. Ah. Und Terry ist auch schon vor Ort. Cool. Tai, hast du es auch schon bemerkt? Seit wir Fuß auf Irtusk gesetzt haben, das von Ungeheuern angegriffen wurde, scheint die Zeit stillzustehen und die Nacht nicht zu Ende zu gehen. Ist das vielleicht der Fluch, von dem Valu sprach? Einen Vorteil hat das Ganze zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben, dass die Piraten uns zuvorkommen könnten. Du bist seit langem wieder auf deiner Heimatinsel. Vielleicht solltest du diese Gelegenheit auch dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Jabu bleibt danach immer noch genug. Da der Wind stillsteht, da die Zeit stillsteht, habe ich da gar nichts gegen auszusetzen. Finde ich sogar gut. Und ganz am Anfang des Spiels, als wir hier auf Preludien waren, waren wir ja oben in dem Wald, um Tetra zu retten, die da reingestürzt ist. Und da ist uns ja ein komischer Felsblock aufgefallen, der irgendwas versperrt hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt das richtige Utensil haben, um da, Fortschritt machen zu können. Also, um den Weg freizulegen. Ich habe gerade übrigens ein Problem festgestellt. Erstens sind hier Schleims auf dieser Insel, die vorher nicht da waren. Das ist uncool. Hoffentlich ist meine Großmutter nicht in Gefahr. Und zweitens habe ich nicht darauf geachtet, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ich schätze mal, wir sind jetzt so 1 bis 2 Minuten im Part drin. Da muss ich wieder rechnen. 1 bis 2 Minuten, 15 Minuten soll der Part werden. Also habe ich noch 13 Minuten Zeit. Das ist um 20.55 Uhr, alles klar. Und was seid ihr überhaupt für Leute, ey? Euch habe ich ja noch nie zuvor gesehen. Warum sind die auf einmal hier? Die waren sonst nicht da. Oh, Mann. Ah, lala. Oh. Die Brücke. Jetzt ist sie wirklich kaputt. Früher war das ja nur Lüge, aber jetzt ist das tatsächlich so. Aber wer bist du denn? Na? Boah, Blitz! Jammer, schade. Wenn ich doch nur zu dieser Klippe dort fliegen könnte. Dann würde ich mir das unter dieser Steinfratze schlummernde Tri... Na sowas, hätte ich mich doch beinahe verplappert. Nichts, nicht, mein Jungchen. Vergiss es einfach. Steinplatte? Triangel? Da gibt's ein Triangel? Nice. Wir haben aber schon einen Windstock. Also einen Taktstock des Windes. Und wo guckt ihr überhaupt hin? Hier ist nichts. Weit und breit nichts zu sehen. Hä? Ach, das da? Keine Ahnung. Okay, wir wollten eigentlich jetzt in den Wald, aber die Brücke ist kaputt. Was machen wir denn da? Hab schon eine Idee. Und zwar jumpen wir hier einfach rauf und dann lenken wir den Wind in die Richtung, wo wir ihn brauchen. Und dann können wir mit dem Deko-Blatt einfach rüberfliegen. Hoffe ich. Aber erstmal den Wind ändern. Also ansonsten würde das total nach hinten losgehen. Ansonsten würden wir losspringen und dann würden wir, keine Ahnung, irgendwo in Draconia rauskommen, weil der Wind uns in die falsche Richtung trägt. Ja, okay, das war ein bisschen dramatisiert gerade, aber na gut. Mal gucken. Vielleicht klappt es ja, dass ich auf der anderen Seite heil ankomme. Ich bin gespannt. Eigentlich müsste der Regen uns doch voll runterdrücken, oder wie sieht das aus? Ich habe keine Ahnung, wie die physikalischen Gesetze dahingehend begreifen. Naja, aber wir haben es geschafft. Wir haben den Abgrund des Todes überwunden. Ja, cool. Und hier war irgendwo jetzt ein Felsen, den wir wegsprengen konnten. Und da wir jetzt Bomben haben, möchte ich das auch gerne machen. Gegner ignoriere ich erstmal. Die sind eh zu ekelhaft, als dass ich mich mit denen auseinandersetzen möchte. Aber okay, kann ich nicht ignorieren. War's das jetzt schon, oder wie? Ich wollte dich ordentlich punishen, weil du mich hier angegriffen hast. Na gut. So. Hier ist dieser mysteriöse Felsen. Was steht nochmal drauf? Feenquellenruine. Und so weiter. Okay, haben wir noch genug Bomben? 27, das sollte reichen für so einen Stein. Vielleicht reichen ja auch schon 5 oder so. Deckung gehen. Ja. Cool. Oh, ob wir da wieder rauskommen? Sieht nicht so aus, ne? Aber okay. Einfach mal reinspringen. Da, 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 da.
Und hier ist eine Fee. Oh. Aber wir haben schon genug Feen in Flaschen. Zwei Stück nämlich. Hi. Ja, das ist die Freundin von der anderen Fee, die wir vor zwei Parts getroffen haben. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Queste zu erleichtern. Ich dachte mir, die Mehrzahl von Quest wäre Quests und nicht Queste. Naja, die müssen es schon wissen vom Nintendo-Übersetzungsteam. Yeah, und was bekommen wir von ihr? Also Feen geben mir aber was Tolles, also große Feen. Yeah, mehr Rubine! 5000 Rubine kann ich fassen jetzt. Jetzt bin ich aber richtiger Bonze, ey. Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft vom Kampf sein, statt uns doch einfach wieder einen Besuch ab. Mhm. Okay, ja, Feen brauche ich nicht. Aber 5000 Rubine kann ich jetzt schon tragen. Das ist das maximale Upgrade, so wie ich das verstanden habe. So früh im Spiel, also verhältnismäßig früh im Spiel. Das ist ja krass. Ja, wir können jetzt tatsächlich schon 5000 Rubine mit uns tragen. Als ob wir jemals so viele brauchen. Und ja, wir brauchen so viele. Jetzt muss ich aber erstmal wieder den Weg zurückfinden. Aua, Mann! Ey, du! Jetzt reicht's mir aber eh. Was bist du überhaupt für ein... Alter. So, ist das jetzt der Weg zurück oder verlaufe ich mich jetzt total? Weiß ich nicht. Ja, sieht gut aus. Hier ist zumindest sowas, was aussieht wie ein Ausgang. Tja, hat geklappt. Wunderbar. Okay, und dann würde ich natürlich noch gerne unsere Oma einen Besuch abstatten. Das ist natürlich auch wichtig. Oh, oh, oh. Das könnte wehtun. Deswegen lieber nochmal das Blatt ausrüsten, um den Aufprall zu lindern. Und dann schweben wir direkt zu unserem Haus. Kostet zwar unnötig viel magische Energie, aber okay. Ah. Und ich glaube, ich weiß gerade, wofür dieser Steinklotz da wieder war. Im ersten Part habe ich gesagt, der ist mir nie aufgefallen. Aber das kann nicht sein, weil der Story gebunden ist. Aber da verrate ich mal noch nicht zu viel. Hi, Oma. Ich bin zu Hause, nach langer Reise. Hi, wie geht's? Oh, weh. Hi, Farron. Bitte, du darfst nicht vorgehen. Lass deine Großmutter doch nicht alleine. Was ist mit ihr los? Ach, ich tue einfach mal was Gutes und schenke ihr eine Fee. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh. Ja, tatsächlich, sie ist auf sie übergesprungen. Und jetzt? Wie soll man überhaupt darauf kommen, ey? Also wenn man das Spiel das erste Mal durchspielt oder wenn man das Spiel generell spielt und nicht weiß, was man machen muss, hat man doch überhaupt keinen Plan, was man da machen soll, oder? Oh, Typh, ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich das Lächeln auf deinem Gesicht sehe. Typh, mein kleiner, lieber Typh. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Hast du das? Hast du mich geheilt? Du bist wirklich ein braver Junge. Eigentlich war es so eine Fee. Weißt du? Du und Aerith, ihr seid wirklich tapfere Kinder und eure Großmutter ist ängstlich und beschwert sich die ganze Zeit über nur. Ich bin eigentlich diejenige, die sich selbst am Schleierwittchen einpacken sollte, nicht wahr? Ja, das stimmt. Es tut mir wirklich leid. Ich sollte mehr auf deine Gefühle achten. Ich bin eine schlechte Großmutter. Zeit, mehr kann ich leider nicht für dich tun, aber ich will dir wenigstens das hier in deiner Flasche mit auf den Weg geben. Ah, du hast Omas Lieblingssuppe, also meine Lieblingssuppe bekommen. Krass. Die können wir trinken und dann regenerieren wir unsere Energie und magische Energie und zwar vollständig. Aha, und solange wir Full HP sind, haben wir dann noch einen ordentlichen extra Schaden, den wir austeilen. Krass. Zwei Portionen passen rein. Das ist übrigens auch unsere Lieblingssuppe, die wir eigentlich zum Geburtstag wollten, aber der ist ja jetzt nun ausgefallen durch gewisse Umstände. Die mögt ihr doch so gerne, nicht wahr? Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder und hol dir einen Nachschlag. Ich werde sie gerne für dich kochen. Großmutter wird sich von jetzt an wirklich Mühe geben. Also sei auch du tapfer, mein Kleiner. Alles klar. Aber du ja nichts Gefährliches. Alles klar? Mhm. Wenn ich schon mal gleich zu Hause bin, möchte ich gleich den Regenschirm mitnehmen und dieses lächerliche Heldengewand ausziehen. Ja. Aber das lässt uns das Spiel leider nicht machen. Ja. Okay, nächste Station. Wir wollen als nächstes den Hüter der Irrtusk-Insel finden. Der soll sich ja hierher verzogen haben, weil Irrtusk zu gefährlich war. Und mit den magischen Bomben, die wir haben, oder magisch sind sie nun nicht wirklich, mit den normalen Bomben, die wir haben, können wir den angeblich irgendwie freilegen. Mal gucken, aber erstmal müssen wir ihn finden. Ach, daneben gesprungen. Bist du bereit? Wenn du bereit bist, lass uns zur Rückseite der Insel fahren und die Höhle suchen, in der Jabu sich versteckt haben soll.
Ja, bin ich. Ich bin bereit. So, und Rückseite der Insel. Alles klar, mal gucken. Mal sehen, ob wir da was finden. Aber was soll schon passieren? Habe ich die ganze Zeit gelebt? Hier kann nichts Gefährliches sein. Eine komische Insel hier. Und das ist nie jemandem aufgefallen? Oder wie? Mhm. Oh. Ah, ein Strudel. Ist natürlich auch cool. Okay, Kanone direkt mal ausrüsten. Und jetzt müssen wir hier versuchen, das Ding da wegzusprengen. Problem ist nur, dass ich ein bisschen weit weg bin. Und das Teil braucht auch noch mehrere Schüsse. Und man muss auch aufpassen, welches Teil der Wand man trifft, glaube ich. Nee. Die sind alle verlinkt, Teile der Wand. Also einfach so viel raufknallen wie möglich. 18 Bomben habe ich zur Verfügung, das sollte eigentlich reichen. Aber das Teil hält schon ziemlich viel aus. Habe ich nicht gedacht. Ich hoffe, meine Bomben reichen wirklich. Ja, wenn nicht, dann wäre das jetzt ziemlich eklig. Hä? Sollte nicht eigentlich schon was kaputt gehen? Was? Der erste Teil erst? Und ich habe nur noch 2 Bomben. Wie soll das denn funktionieren? Ja, Pustekuchen. Das war wohl, ja, das ist schief gelaufen. Dann beschleunige ich die Sache mal und wir lassen uns einfach hier reinziehen und damit ist Game Over. Alles klar, dann war es das mit diesem Let's Play. Ach so. Mhm. Ja, ein bisschen blöd, aber wir haben keine Bomben mehr, dann hilft uns das auch nicht, da jetzt weiter rumzufahren. Zum Glück schwimmt Terry irgendwo in der Nähe rum und von dem können wir ja Bomben kaufen, seit neuestem. Und da möchte ich das Angebot doch gerne mal direkt in Anspruch nehmen. Ich hoffe, das Boot bleibt auf dieser Seite liegen. Aber ich wette, es fährt zum Anlegeplatz, wenn ich Terry besuche. Mal schauen. Jetzt fahr nicht weg, Terry. Mann, ich... Terry! Terry, halt sofort an! Terry, Mann! Hey! Ey, was... hallo, ich... danke. Was ist das denn für eine Wurst, ey? Der fährt einfach weg, wenn ich mitten auf ihn hinterher schwimme. Hi. Oh, ich habe Sie schon erwartet, verehrte Kunde. Die Piraten hatten günstig Bomben abzugeben. Eine einmalige Gelegenheit. Übrigens, ist dieses bezaubernde Mädchen eine Bekannte von Ihnen? Sie sind mir schon einer. Sie sehen aus wie ein kleiner Junge, aber haben es wirklich halt faustdick hinter den Ohren. Ho, ho, ho. Ja, er spricht von Tetra, glaube ich. Naja. 30 Bomben kosten 30 Rubine. Ein Bombengeschäft auf jeden Fall und definitiv bezahlbarer im Vergleich zu dem Bombenhändler auf Portemonnaie, der für den gleichen Satz an Bomben einfach mal 30.000 Rubine haben wollte. Toll. Und das Boot ist wie erwartet wieder am Anleger. Tolle Wurst. Muss ich einmal wieder nochmal quer um die Insel rumfahren, ey. Und ich hoffe, diesmal klappt das. Ich habe 30 Bomben im Gepäck. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich versuche mal auf die Stelle zu zielen, die leuchtet. Also die, ich weiß ja nicht, ob die Steinwand zuerst oben zerbröckeln muss und dann mich, dass ich mich dann runterarbeite. Ja, ich bin gespannt. So, Kanone. Kanone ausrichten und feuern. Okay, das klappt noch nicht so. Ich möchte zuerst den obersten Teil treffen, damit ich systematisch vorgehen kann. Vom obersten zum niedrigsten. Und ich hoffe, dass das mehr Erfolg bringt als der letzte Versuch. Und ich hoffe, das ist überhaupt die richtige Wand hier. Aber ja, das ist es. So viele Wände gibt's hier nicht. Ah. Okay, das ging wesentlich schneller. Also es kommt wohl darauf an, auf welcher Höhe man die komische Wand trifft. Ja, das sieht stark danach aus. Aber der Strudel ist ja auch noch ein Problem. Wie sollen wir hier denn rauskommen? So, jetzt muss nur noch irgendwie... wir müssen aus dem Strudel raus irgendwie. Ach so. Ja, das ist natürlich logisch. Die waren verknüpft irgendwie. Ja. Wie das zu erklären ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kannst mir nicht herleiten. So, und was ist das jetzt für eine Höhle? Hier war ich noch nie drin. Obwohl das meine Heimatinsel ist. Was ist denn das für einer? Hallo, geehrter Held und roter Leuenkönig, wie geht's? Wer sagt das jetzt? Ich denke einfach mal, der Leute. In der Tat, viel Zeit ist seither verflossen. Ich bin von der größten Freude ergriffen, euch wohl aufzusehen. Ja, ich bin auch froh, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Ja, gerne scheint wieder auferstanden zu sein. War genau die richtige Antwort auf meine Übersetzung. Ach so, ihr wollt bestimmt von mir den Diamant. Ich hab den nämlich. Ich kann ihn euch den gerne geben.
Nein, die Dinge liegen leider anders. Das ist lustig. Ach so? Ich wollte eigentlich noch zu McDonald's heute und einen Fischburger kaufen, aber ist regnerisch und deswegen haben die zu. Der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit der Legende zu tun. Aber in seinem Mut sehe ich viel Potenzial und einen Schimmer der Hoffnung. Aber nur ein Schimmer. Ach so ist das. Naja, dann gebe ich euch den Diamant. Ich gebe euch den Diamant und ihr müsst ihn mir den aber zurückbringen, ne? Ich leihe ihn euch denn nur aus. Jawohl. Also dann, ich verabschiede, was könnt ihr jetzt sagen? Schöne Insel hast du hier. Ich fühle mich hier wohl und ich habe hier auch eine Unterwasserhöhle und da ist auch ein Fernseher. Und hier kann ich mir schön meine Zeit vertreiben. Ich habe ja auch diese Lampe vor mir baumeln, mit der ist immer hell dunkel draußen. Nee, tief. Tief im Wasser ist es hell mit der Lampe. Ach, und da war der Diamant drin. Aha. Das war ja leicht. Okay, jetzt haben wir alle drei Diamants. Nairos Diamant erhalten. Du hast den von Jabu, dem Hüter des Wassers, überreicht bekommen. Cool. Und jetzt? Und jetzt? Tschüss. Tschüss, roter Leuenkönig. Ich hoffe, du bringst ihn mir bald zurück. Sonst schuldest du mir 2 Zimtbrötchen. Dann war dieser unheilvolle Regen und die fortwährende Nacht also tatsächlich ein Fluch Ganons. Er hat also schon damit begonnen, unsere Welt in die Finsternis zu stürzen. Ja, das stimmt. Er schuldet mir auch noch 2 Zimtbrötchen, Mensch, ey. Naja, immer diese Wetten. Ich hege zumindest einen starken Verdacht. Das macht viel mehr Sinn, wenn man das Spiel jetzt zum zweiten Mal durchspielt, weil dann ist das tatsächlich übersetzt. Dann ist diese Schrift auf dem Bildschirm lesbar, auch für normale Menschen. Und dann muss nicht ich den Übersetzer spielen, aber ich weiß natürlich, was da steht, deswegen übersetze ich das ja auch korrekt. Jetzt sagt er nämlich, tschüss. Seht ihr? So. Aber der Part neigt sich schon wieder dem Ende. Oh Mann. Ganons Fluch wurde durch die Kraft des Diamants, den du von Jabu erhalten hast, aufgehoben. Bald wird sich wohl die Nacht wieder zum Morgen wandeln. Du bist nunmehr im Besitz aller Diamante. Zeif. Ich habe die heiligen Orte, zu denen du die Diamante bringen sollst, auf deiner Seekarte eingezeichnet. Sobald du alle Diamante an ihren rechtmäßigen Platz gebracht hast, wird sich dir der Ort, an dem dein Mut geprüft wird, offenbaren. Wie du an der Episode mit Jabu sehen konntest, ist Ganon uns jedes Mal einen Schritt voraus. Moment, im Telefon. Ja, Leute, sowas passiert immer in den unheilvollsten Situationen. Direkt vor Ende des Parts muss ich nochmal so eine Zwangspause machen, ey. Na toll. Und jetzt kommt bestimmt nur noch ein Satz und dann kann ich den Part beenden. Hat sich ja richtig gelohnt, ey. Wie du an der Episode mit Jabu sehen konntest, ist Ganon uns jedes Mal einen Schritt voraus. Von nun an wird unsere Reise wohl noch gefährlicher als bislang verlaufen. Ich rate dir, die Gelegenheit unseres Zwischenstopps hier auf Präludien gut zu nutzen, damit du deine Queste rein und gewissens fortsetzen kannst. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, mal gucken, was wir da machen können. Wir sehen hier auf der Karte schon unsere nächsten Ziele. Da werden wir uns dann irgendwie was ausdenken müssen, um dahin zu kommen. Ciao, Leute!